Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich bin gerade im Abel Tasman Park. Das ist der National Park bei Kayteri und Nelson. Wunderschön sieht es hier aus, aber ihr seht es wahrscheinlich mit der Kamera gar nicht so richtig. Okay, also gestern waren Sophia und ich noch in Nelson und dann haben wir halt Leonie und eine andere getroffen, eine andere Backpackerin. Und die haben uns dann dazu überredet, dass wir spontan mit denen dann heute noch den Abel Tasman Coast Walk machen. Also wir mussten dann noch gestern nachmittags Zelt, Schlafsack, Essen, Gaskocher, Isomatte und alles Mögliche noch kaufen. Es war so viel Stress, wir mussten noch die Schlafplätze hier im Abel Tasman Park buchen, wir mussten die Busse buchen, wir mussten gucken, wann wir zurückkommen. Irgendwie der Busfahrer meinte, man kann den auch in 2 bis 3 Tagen machen, aber wir haben jetzt irgendwie 5 Tage gemacht, weil wir dachten, wir haben noch nicht so oft Wandertouren gemacht, deswegen schlafen wir mal öfter da irgendwo. Und ich glaube, wir sehen uns dann einfach mal bei der wunderschönen Landschaft wieder. Ist das nicht entspannend, Leute? Und ihr sitzt zu Hause bei Kälte und Regen. Und da ist meine Truppe. Das ist Andrea. Das ist die Sophia. Und das ist die Leonie. Wir sind an unserem Zeltplatz angekommen und schau mal, wie der aussieht. Einfach so am Strand. Guten Morgen. Ich wollte euch mal die Aussicht zeigen. Tada! Oh mein Gott! Somehow, some way, all my test questions passed, and I ain't even take shortcuts. Man, life is but a dream. Is this shit real? So trill, yo, I'm rolling tonight. I can't sit still. 5 mixtapes can't change up my social status or my balance, but a top 40 hit will. Shit, I know they see me, don't question him. Dreams of being on TV, no requiem. I just wanna live this dream. Will it be what I imagine? But nothing tops making a living off your passion. So either way, I'm chasing after something I ain't never had. Woke up today feeling hungry as I ever have. Wir sind halt so die ganzen Berge da so lang gelaufen. Dum, 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 dum. Hallo Leute, ich wollte euch nochmal unseren dritten, ich schütze mich gerade nur vor den Mücken hier, unseren dritten Schlafplatz zeigen. Da sind natürlich die Berge mal wieder, Palmen, Bäume. Und dann ist da das Meer und hier ist unser Frühstückstisch. Da in dieser Klaft, dieser kleinen Lichtung sind unsere Zelte. Und hier geht es dann zum Meer. Und heute Nacht bin ich dann nochmal aufgestanden und der ganze Himmel war voller Sterne. No, 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 no.
Viecher sind ja echt da. Meine Familie hat geschrieben, ab ins Meer mit dir. Man riecht es schon ein bisschen. Hey! Wir haben es geschafft!